Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben 80.500, wir brauchen 100, ich glaube 118.000 für den Mac Anthem. Sprich, wir werden uns so bei 125.000 ungefähr einpendeln, bis wir dann uns den Mac Anthem kaufen. Wir sind nicht mehr so weit entfernt. Nur noch roundabout 45.000. Wir schauen mal, wie die Auftragslage so aussieht. Ja, preis-leistungsmäßig würde es prinzipiell wieder ein Schwertransport werden. Aber wir schauen mal nach. 8.500, okay, 11.784, ob wir hier noch was dabei haben. Wir hätten sogar hier noch eine Baumschirmfräse, die uns mehr einbringen würde von Clovis nach Farmington. Ich würde auch behaupten, ich würde sagen, wir fahren auch die. Wir gehen dann erstmal weg von der ersten Seite, einfach aus dem Grund, naja, Schwertransporte würde ich halt auch schon eigentlich, hätte ich da mal das beim letzten Video nicht so gemacht, würde ich nämlich doch lieber gerne mit einer stärkeren Bewertung machen von, oh, weiß ich nicht, Maximum ist ja glaube ich 10, dass wir dann so bei einer Bewertung von 8,0 oder so oder 7,5, dass wir dann auch wirklich die Schwertransporte fahren. Nehmen wir mal das letzte Mal einfach als Ausnahme, sprich, nehmen wir jetzt mal die zweite Seite, das wäre dann, ja, eine Baumstumpffräse, 39.500 Pfund von Clovis, New Mexico, Union Pacific nach John Deere Farmington, ebenfalls New Mexico. 14.800 bekommen wir dafür und kommen unserem eigenen LKW einen sehr, sehr, sehr großen Schritt näher. 397 Meilen haben wir vor uns. Wir können noch kurz nochmal die Strecke anschauen. Wird auch viel über Highways gehen, aber hauptsächlich über Interstate. Das heißt hauptsächlich, wir fahren eigentlich hauptsächlich über Highways. So zwei Drittel Highways, ein Viertel Interstate. Wir fahren durch Albuquerque vorbei. Oder durch Albuquerque durch, besser gesagt. Und fahren dann hoch in den Nordwesten von New Mexico nach Farmington. Ich habe keine weiteren Maps geupgradet. Und wir sind sogar in einem Mac Anthem. Ich habe keine weiteren Maps geupdatet oder sonstige Mods, besser gesagt. Das werde ich wahrscheinlich so im monatlichen Abstand machen oder so. Oder wenn halt eine große Map war, wenn ich mitbekomme, dass, was weiß ich, Promos geupdatet wurde oder sowas in der Richtung. Oder halt, wenn eine neue Game-Version allgemein draußen ist. Dann gehe ich durch alle Mods durch und update sie. Wäre jetzt zumindest so mein grober Plan. Schön auch mit den, oh Gott, mit den abgestellten Waggons. So, noch nicht allzu sehr über den Bohrstein noch überfahren. Wir haben nämlich die Kurve doch ein bisschen zu stark geschnitten. Get ready to turn right. Aber sicher doch. Ich denke mal, ich werde aber auch noch mal. Also ich bin jetzt ziemlich kurzfristig am Aufnehmen, hast du gesagt. Kurzfristig meine ich, ich nehme einen Tag zuvor auf, mal wieder. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr im Voraus aufnehmen.
Aber das sage ich so häufig und mache es trotzdem nicht oder komme einfach nicht dazu. Von daher wird es in diesem Fall wahrscheinlich auch so sein. Jetzt fahren wir hier zumindest bei Tag über den nicen Bahnübergang, der uns beim letzten Mal sehr schön warten lassen hat. Aber dafür konnten wir zumindest lange Züge erahnen. Ganz wirklich sehen konnten wir sie ja nicht so wirklich, da wir halt Nacht hatten. Aber so ein bisschen konnten wir sie ja in unseren Scheinwerfern sehen, was denn die Improved Trains Mod alles so ausmacht. Werden vorgelassen, wunderbar. Dann doch noch mal kurz ein bisschen knapp, was das Ausholen betrifft. Wir haben grün. Das ist da gerade ein bisschen leicht buggy, außer diese Kurve, die das eine KI-Fahrzeug genommen hat. Wenn man irgendwas mit Schwack sagen will, Schwack-KI, aber aber erst dann doch nicht will. So, die rechte Lane endet jetzt. Dann können wir schon mal die Seiten wechseln. Weil die Spur auf die linke Spur wechseln. Und dann beschleunigen wir mal weiter. Mal so 7,5, das ist schon ganz in Ordnung. Also klar, ne, wenn ihr jetzt entscheidet, dass wir direkt zu Beginn eine Spezialtransportfolge machen, oder Woche machen, besser gesagt, eine Spezialtransport-Event-Woche, dann ist das halt so, dann machen wir die halt. Ne? Es ist egal, ob wir 7, was für eine Bewertung wir haben, dann fahren wir die einfach, weil wenn ihr das so entscheidet, dann machen wir das halt so. Das ist ja gar keine Frage. Dafür sind ja die Abstimmungen geplant. Dass ihr dann entscheiden könnt, was wir dann machen. Beziehungsweise die Masse von euch. Es ist schon schön, hier lang zu fahren. Schön dann noch mit den langen Zügen. Der nimmt ja gar kein Ende hier. Das ist halt einfach Amerika, ne? Das sind amerikanische Züge. Ich denke mal, also ein Schwachsimulator, auf den ich dieses Jahr mehr oder weniger warte, oder was, auf den ich allgemein warte, ist beispielsweise Truck World Australia. Da gibt es Road Trains und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch sehr, 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 sehr lange Züge geben wird. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie das dort ist, aber ich meine, da gibt es ja zum Teil auch Züge, um jetzt bei den Zügen zu bleiben und nicht bei den Road Trains, sondern bei den Trains. Da gibt es ja, glaube ich, auch zum Teil Züge, die wie viele Meilen waren das? Ich weiß gar nicht, wie viele Meilen das waren, aber ich meine, die durchaus auch ...200-300 Waggons haben können. Meine ich zumindest in Erinnerung gehabt zu haben. Ob dem wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht mehr, weil das schon Ewigkeiten her ist und ich weiß auch nicht mal, wo ich es gehört habe, aber ich meine, die können unfassbar lang sein. Und das würde ich dann doch schon sehr, sehr fühlen. Muss ich einfach mal sagen. Road Train sowieso, aber dann noch mit dem Feeling von sehr, sehr langen Zügen, die sowieso dann nochmal durch die Outbacks fahren. Das wäre schon sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, wann das Spiel rauskommt, aber wenn das rauskommt, oh Gott, gar nicht mitbekommen. Wenn das Spiel rauskommt, dann wird es auch dazu jede Menge Videos geben. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Und dieses Jahr ist sowieso allgemein sehr interessant. Ich habe so einige Spiele auf der Liste, die ich sowohl für
die ich so gesehen einplane für normale Aufnahmen. Es gibt manche Spiele, die ich sogar nur einplane für Streams und halt eventuelle Zusammenschnitte aus den Streams. Das ist auch noch möglich. Und halt auch beides. Also die halt nicht wirklich gezielt auf Streaming-Content aus sind, sondern die halt auch auf die halt, die ich nur streamen würde, aber halt auch von Videos machen würde. Aber da sind so einige Sachen, die dieses Jahr kommen könnten. Auch im Trucking-Bereich. Ich weiß zwar jetzt nicht mehr ganz genau, was das alles war. Aber ich meine, das waren zumindest zwei Truck-Simulatoren. Also abgesehen jetzt von ETS 2 und ATS. Schon am Unterbremsen mit der Engine Brake. Wir sind weiter geradeaus, ja, wir fahren weiter geradeaus. Wir fahren nicht jetzt hier auf die Interstate 40. Das kommt erst später, wir fahren. Okay. Wir fahren erstmal durch Center. Oh Gott, war das Santa Rosa? Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht ganz erkannt. Ein R oder ein B war. Auch schön, wie hier einfach so LKWs noch rumsitzen und warten, dass es weitergeht. Warum sind wir nicht auf der anderen? Oh Gott. Ja, turn right gesagt. Dass wir das erst hier rauf fahren und nicht schon weiter vorher. Wir hätten es schon vorher gekonnt, aber gut, dann fahren wir halt hier rauf. Schön langsam über den Abschnitt, den wir leider schneiden mussten. Wir wollen ja schließlich nicht allzu viel Dreck auf die Baumschumpfräse, die wir hier fahren, packen. Das ist auch ein schöner Trailer. Also sieht Baumschumpfräse aus. Schön, wir fahren jetzt zu John Deere, das passt ja, dann wird es bei John Deere weiterverkauft an die Forstwirtschaft. Also sind wir jetzt auf der Interstate 40 Richtung Westen und scheinbar war das. Aber es kann doch nicht Santa Rosa gewesen sein, wenn wir jetzt bald nach Santa Rosa fahren, oder? Ah, eventuell. Er weiß das schon. Doch geht's auf alle Fälle zu Historic Route 66. Während wir weiter gen Westen auf der Interstate 40 fahren. Unserer 39.500 Pfund schweren Baumstumpffräse. Jetzt auf Richtung Santa Fe. Ja, wo unsere eigenen Truck haben, dann werden auch diese Frachten hier. Ich habe gar nicht drauf geachtet, wie viel PS wir jetzt bei diesem Mac Anthem haben, aber wir werden dann ja einiges zu kämpfen haben, bis wir erstmal den Truck getuned haben oder tunen konnten. Aber wir kommen zumindest deutlich näher unserem eigenen ersten LKW.
Wenn wir den eigenen LKW haben, gilt es dann, gilt dann auch erstmal bis Folge 25, bis zum 24. Video hier aus diesem Staffelset, sage ich jetzt mal, dass wir dann erstmal einfach nur noch Geld einfahren, so gut es geht. Halt aber trotzdem immer noch unter der Prämisse, dass wir halt den bestmöglichen Auftrag von der ersten Seite nehmen, es sei denn, wir haben halt, ja, jetzt wollte ich hier schon wieder komplett im Englischen Flow Run Limitations, wenn wir keine Beschränkungen haben, was halt quasi die Grenze betrifft für den Auftrag, für die Auftragsannahme, sei es jetzt einen militärischen Auftrag oder ein Spezialtransportauftrag. Der halt aus dem Special Transport DLC ist. Ah, geht runter auf 66 Miles Power. Mensch, da haben wir einen Rocky Finger. Oh Gott, einen steinigen Finger, Mensch. Ich bin jetzt. Ich weiß nicht, warum ich gerade voll. Komplett im Englischen drin bin. I don't know. Weil vielleicht schon. Ich habe heute noch wieder einen, wobei es war halt eigentlich eher ein britischer YouTuber, aber naja. Ist aber auch schön, dass wir hier da eine sehr lange Passage haben, die wir an der Interstate entlang fahren, bevor wir erst auf die Interstate raufkommen. Runter kommen wir hier gar nicht. Ach, was ist bei Albuquerque? Ich verstehe. In der Nähe vom Tramway Boulevard. Und wir sind jetzt im Stadtgebiet von Albuquerque. Fahren aber nicht bei Albuquerque rein, sondern wir bleiben einfach hier beim Kreuz von Albuquerque und fahren dann gen Norden. Beziehungsweise schränken wir dann gen Nordwesten. White Line Exit Only, ja, wir wollen. Wollen wir exiten? Stay left. Nee. Hier noch nicht, wir sind noch nicht beim Kreuz von Albuquerque. Bei der Intersection, beim Intersection Kreuz. Müsste doch jetzt gleich der Fall sein. Dass wir dann hochfahren Richtung Farmington. Und Santa Fe. Aber wir fahren noch nicht hier die Straße runter, sondern jetzt geht's, ich glaube, komplett Richtung Santa Fe. Ja. Wird auch Sinn ergeben, wir wollen nach Richtung Flinders State weiter nach Norden fahren. Auch ein wahnsinniges Kreuz hier, was ich zwar jetzt nicht so wirklich genießen konnte, das Autobahnkreuz, einfach aufgrund der Umstände, dass ich mich ein bisschen hier drauf konzentrieren sollen musste, bin ich jetzt mit der was war das mit der Bauschirmfräse? Glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest, dass ich da nicht irgendwo anecke und dann noch ein bisschen Schaden auf den Trailer packe. Denn wir bekommen hier 15.000 für den Auftrag und wir brauchen die 15.000 für den Mac-End, wenn wir uns den kaufen können beim Truck-Dealer, beim Truck-Händler. Damit wir unseren ersten eigenen LKW haben. Weiter Richtung Farmington und hier haben wir schon wieder den Exit, das heißt, hier ist war wiederum der längste Abschnitt, oder das war der ein Drittel Abschnitt auf der Interstate und wir fahren jetzt runter um, ich meine das war Highway 580, auf dem wir jetzt fahren, okay, 550, nah dran. So stark in Eisen gegangen mal wieder. Man kennt's.
mach es einfach schön mit den ganzen verschiedenen Trailern, die halt nicht die SCS-Marken sind. Dann noch mit den Zügen kommt man natürlich auch noch dazu. Es ist halt einfach, es belebt halt einfach halt komplett anders. Ne? Natürlich ist auch sehr nice, auf komplett auf Vanilla zu fahren. Vor allem, wenn da neue Teile sind, dass man auch wirklich weiß, okay, das und das ist neu. Dafür muss man natürlich nochmal zuvor eventuell dann auch die Vorgängerversion so etwas mehr gespielt haben. Deswegen bin ich auch meistens immer auf dem, und ich habe ja das Livestream-Profil halt auch so noch ausgelegt, dass ich halt dort immer halt die World of Trucks Aufträge auch fahre und halt ab und an, und eine sehr lange Zeit, bis Staffel 4 überhaupt begonnen hat, habe ich noch bei Vanilla gefahren bin. Bisschen auch, um wieder reinzukommen, um zu erleben, was von SCS Software in den letzten anderthalb Jahren gekommen ist. Und damit geht es auch gerade mehr oder minder. Eigentlich bin ich nicht wirklich dabei, gerade bei Euro Truck Simulator 2, da ich mich gerade eher auf das Iberia DLC vorbereite, indem ich hauptsächlich gerade Geld zusammenfahre, dass ich mir unten im Süden von Frankreich Garagen kaufen kann. Später im Laufe des Tages auch weiter mit. Zwar auch diesmal wieder nicht Open, oder diesmal nicht Open End mal wieder, aber wir fahren, denke ich mal, noch relativ früh los, weil ich das Video hier noch rechtzeitig, also so gerendert bekomme, dass ich dass das Video halt oben ist und komplett ich damit komplett fertig bin, dass ich dann einfach nur sagen muss, okay, hier, bapp. Dann wird es live sein, soll es live gehen, dann können wir auch einen Stream starten und so weiter und so fort. So, gut, Kontrolle hier, Schirm auf 70. Ein relativ breiter Highway. Was ja auch sehr gut ist, dann können wir auch überholen. Natürlich liebend gerne machen, und während wir hier durch die schöne Landschaft, die wunderschöne Landschaft fahren. Es ist einfach nur herrlich, was da gezaubert wurde, allgemein vom kompletten gesamten Team. Gut, wir haben es natürlich deutlich kontrastreicher und heller aufgrund der Grafikmod, aber Landschaft ist trotzdem super, super schön. Weiter mit 70 Miles Power. Keine weitere Geschwindigkeitsbeschränkung. Und wir haben noch 84 Meilen, bis wir dann bei John Deere in Farmington sind. Das ist einfach schön, so den weiten Blick, den man hier hat. Doch schon wieder ein bisschen auf. Wir haben ein bisschen mehr zu kämpfen mit dem McAnthem, aber das werden wir auch gleich überwunden haben. Den leichten Hügel, dann geht es wieder leicht bergab. Aber wir haben auch nicht allzu viel Geschwindigkeit verloren. Das waren jetzt nur so 3 bis 4 Miles per Hour. Jetzt sollten wir uns langsam auch wieder ein bisschen mehr rechts einordnen und rechts halten. Und wir sollten jetzt so langsam aber sicher bald bei Farmington sein.
vielleicht noch 40 Meilen oder so um den Dreh. Okay, 54. Dann den Korb habe ich zu spät gesehen. Jetzt haben wir doch so viel Tempo vor, dann kann man auch wieder was für den einordnen. Der rechten Spur, na jetzt nochmal wieder. Zumindest so für die letzten 50 Meilen nochmal, oder ja, für die letzten 30 bis 40 Meilen, bis wir dann in Farmington reinkommen. Kommen wir jetzt nochmal wieder ein bisschen Gas geben. Wir werden wieder von einem Motorradfahrer überholt. Puh, lohnt sich das noch zu überholen? Ah, zum Überholen einsetzen. Da wir eh rechts, links abbiegen werden, wahrscheinlich, wenn wir dann dort sind, können wir, würde ich sagen, ja. Jetzt mal die Cruise Control auf 71 Meilen, zwar auch nicht auf 72, wie wir es zuvor hatten, im vorherigen Abschnitt. Jetzt müssen wir halt auch wirklich die. Haben wir einen Retarder drin? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, scheinbar haben wir einen Retarder drin. Da wir jetzt die State Police wahrscheinlich oder die County Sheriffs hinter uns haben, müssen wir auf alle Fälle jetzt mehr auf die Schilder achten, dass wir auch wirklich kein Blitzer oder nicht geblitzt werden. Dass wir halt rechtzeitig die Geschwindigkeiten wieder rausnehmen. Von 30 Miles per Hour. Wunderbar, das hat ja sehr gut geklappt. Jetzt haben wir hier einen Costco-Trailer, sehr schön. Oh, schön auch hier mit dem Shipping, mit den, dürfte, ist das, ja, China müsste das wahrscheinlich sein, chinesisch. Einfach sehr schön. Auch schöner Martin Trailer. Martin Truck mit Martin Trailer. Wunderbar. Einfach nur schön. Ich weiß gar nicht, ob wir es hinbekommen würden, auch unseren Truck zu paint droppen mit dem. Wahrscheinlich schon, gibt bestimmt Mods für. Das wäre halt auch, wenn wir, sagen wir mal, nur für eine bestimmte Firma fahren, das wäre halt auch dementsprechend auch eine Lackierung dann haben, zumindest für die Woche, die Eventwoche. Und wir erreichen Farmington, erster Aufenthalt dort. Zumindest auf diesem Profil. Decken wir auch hier gleich den Truck Dealer auf von Volvo. Und dann gleich bei John Deere die Ladung, die Baumstumpffräse abgeliefert haben und das Geld kassiert haben, schauen wir dann natürlich selbstverständlich nochmal nach, welche Tour wir höchstwahrscheinlich, welchen Auftrag wir höchstwahrscheinlich als nächstes im nächsten Video in der nächsten Woche annehmen werden. Oh. Das ist jetzt ungünstig. Das war ein super Spot, aber befürchte ich, muss man eine kleine Runde drehen. Wir fahren einfach geradeaus weiter und dann
biegen wir nochmal rechts ab. Wollen wir mal, fahren wir mal kurz über den San Juan River. Über, ja. River scheint zwar nicht rein, aber. Hat vielleicht auch nicht ganz hingepasst, who knows. Jetzt hier rechts Richtung Hospital von Farmington. Eieieiei. Puh, noch an der Lampe vorbeikommen. Das war eine Ampel. Ein Ampelsockel. Mir ein bisschen mehr Platz nehmen zum Ausholen. Wir sind halt lang. Nicht breit, aber lang. Gut, hier haben wir sogar sehr viel Platz, weil jetzt gar kein Gegenverkehr kommt. Hoi. Schon verstaudermäßig hier. Ja, besser hätte man es nicht machen können, würde ich fast behaupten. Dann würde ich sagen, laden wir mal ab und kassieren das Geld für diesen Auftrag. Achievement Progress Leave No Branch Behind 2 von 3 und Achievement Progress Locked In 2 von, ich glaube, 8. Ausgezeichnete Baumschirmfräse von Clovis nach Farmington geliefert. Gefahrenstrecke 360. Meilen, nur 360, waren das nicht 397, schon nicht 397 auf dem Dings? Okay. Wir haben 7 Stunden dafür benötigt, genau 68 Gallonen Verbrauch. Wir bekommen 14.869 Dollar dafür und 970 Erfahrungspunkte. Wir sind kurz vor Level 7. Wir schauen nochmal kurz nach, was uns eventuell im nächsten Video erwartet, in der nächsten Woche. Und da sieht das so aus, als ob wir für 16.000 Düngemittel von Montrose nach Lamar liefern, sofern der Auftrag nicht sich irgendwie noch doch noch verschwindet, aber ich glaube eher weniger, es sei denn, es gibt irgendwie ein Major Update von irgendwelchen Mods oder sonstigem oder who knows. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.